herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, was ich heute kurz mal angekündigt habe. Und zwar handelt es sich hierbei, für alle, die lesen können, To the Moon. Dieses Spiel, was schon von so vielen gespielt worden ist, und es soll ja super toll sein, und sogar die stärksten Männer fangen das Weinen an. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Ich kenne die Geschichte nicht, ich habe noch nie ein Spiel mit der Optik, kann man das so sagen, gespielt. Ich weiß nicht, wie das Gameplay ist, ich kenne gar nichts. Ich kenne den Namen des Spiels und das war's. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, wir begeben uns jetzt mal wieder auf ein brandneues Blind-Abenteuer, bei dem ich hoffe, dass es mich wirklich fesseln wird. Ja, super, wir haben keine Option, finde ich gut. Ja, war jetzt schon mal blöd mit dem Aufnehmen, aber das kriege ich schon hin. Gut, beginnen. Ich bin übrigens, also ab jetzt ist es blind. Ich habe keine Ahnung. Okay, das ist ein Leuchtturm. Ich finde die Musik total schön. Oh, wieso wird das jetzt... Ach, das... Habt ihr das gesehen? Da waren so Geister irgendwie. Und das war so schwarz-weiß. Also war es irgendwann wahrscheinlich in der Vergangenheit. Gehen wir den Weg lang. Wahrscheinlich, ne? So ganz heimlich. Oh, wir gehen wahrscheinlich ins Haus. Ja, okay, wir gehen ins Haus. Katsching. Hallo. Haus. Oh, sie spielen. Ich habe eine lustige Hand. Gestaltung kann Gau. Oh, so jung schon. Und solche Piano-Skills. Oh. Das klang wie ein Auto. Ja, klang wie ein Autounfall. Eine Frau ist gefahren. Ich will nichts hören. Dr. Rosaline. Rosalene. Ich nenne sie Ro. Wo bist du mit deinen Gedanken, Neil? Dr. Watson. Entschuldige vielmals, dass ich heldenhaft versucht habe, dem plötzlich auftauchenden Eichhörnchen aufzuweichen. Ach, er ist gefahren? Das ist ein britisches Spiel, ha? Huh? Du hast es trotzdem überfahren. Oh. Oh nein, ist das das Eichhörnchen? Oh, so ein Penner. Du hast es überfahren und bist gegen den Baum geknallt. Naja, nicht so schlimm. Der Wagen gehört der Agentur. Machst du Witze? Der Chef wird uns umbringen. Hm. Wir sagen einfach, ich hätte einen Hundewelpen überfahren. Er mag doch keine Hunde, oder? Er ist eher der Katzentyp. Warum muss es immer alles so kompliziert sein? Na gut, wir haben sein Lieblingsfellknäuel gerettet. So, Krise abgewendet. Ah, gut, kannst du dann ja... Das kannst du ja dann alles. Und so den... Was? Alles so in den Bericht schreiben, so rum. Lass uns die Ausrüstung aus dem Wagen holen. Und losgehen. Linke Maus drücken, linke Maustaste drücken, um ein Objekt zu interagieren. Zack, aufs Auto. Ausrüstung erhalten. Hab das Mistding. Lass uns losgehen. Oh, nicht das Nein, doch, Junior. Zis. Ach, hör schon auf. Ich hab das Auto zu Schrott gefahren. Nur um ihm auszuweichen. Was hätte ich sonst tun sollen? Ausweichen und das Auto nicht zu Schrott zu fahren? Das ist ein bisschen viel verlangt. Hihi, okay. Hat ein bisschen Humor, das. Eine brandheiße Knarre. Karre. Boah, was ist denn heute schon wieder mit mir los? Ich kann wieder super gut reden. Okay, wir müssen obviously dahin. Weg zum Haus der Wilds. So ein Schild auszustellen, wenn man mitten im Nirgendwo lebt, das ist ja fast schon eine Einladung für Einbrecher. So, gehen wir da lang oder gehen wir da lang? Da lang. Das Schild zum Haus zeigt in die andere Richtung. Was? Das Schild zum Haus zeigt in gar keine Richtung. Oh, wie nett von ihm zu existieren. Hä? Wie kann das denn in ein... Das ist ein Brett. Wie kann ein Brett in eine Richtung zeigen? Hey, warte mal. Was ist mit dem Auto? Ich wollte nur sicher gehen, dass du es nicht vergisst. Wie du immer an mich denkst. Die sperren das jetzt echt noch ab. Und wie können die Türen zugehen? Mit einer Zentralverriegelung. Oh, das ist ein... Schön. So. Irgendwas hier, hallo, zum Anschauen. Ah! Oh, ey! Kennt ihr Bambi? Voll süß.
Kann man das aufheben? Ich konnte gerade irgendwas machen. Da, hier. Ja. Okay, gibt hier ein Fragezeichen. Dann halt nicht. Du mich auch, Vogel. Du mich auch. Hm, ein Stein. Wer hat da einen Felsbrocken hingelegt? Vielleicht ist es das Sicherheitssystem? Zur Gurke nochmal. Unsere Zeit ist zu kostbar für solchen Quatsch. Versuchen wir, ihn aus dem Weg zu rollen. Vielleicht können wir einen Ast als Hebel benutzen. Moment mal. Oder wir machen einfach Feierabend und geben dieses Ding hier die Schuld. Mission abbrechen. Zack, Spiel vorbei. Ja, probieren wir es doch mal mit dem Ast wegzuhebeln. Ein Ast wird reichen. Hier ist einer. Ach, Überraschung. Mensch. Okay. Hoffentlich funktioniert das. Hä? Was war das? Hast du es auch gesehen? Sowas wie ein Ball. Na gut, egal. Wir müssen jetzt wirklich weiter. Ja, genau. Sag mal, war das nur so ein aufgepustetes Ding oder was? Ah. Hä? Hat er gerade nach seinem Schatten gejagt? Okay. Och, es ist aber noch viel laufen hier. So, gibt's da irgendwas, was ich zugucken kann? Nein, nichts. Ach, jetzt haben wir doch angefangen. Wieder rein. Na los. Komm schon. Hm, abgeschlossen. Wen wundert's? Ach, die spielen ja immer noch. Die beiden Kiddies. Mom, sie sind da! Okay. Bist du Mom? Mom! Mom! Also, du konntest von da oben direkt nach da unten gucken. Kein schlechter Ort, um in Rente zu gehen, was? Wand? Da geht doch was. Nachtschichten. Liebst du oder hast du sie? Du kannst die Antwort. Du kennst die Antwort, du verdammte Nachteule. Wir werden wahrscheinlich wieder eine Nacht durchmachen müssen, weißt du? Ist mir klar. Ah, und ich bezweifle, dass sie Kaffee haben. Halt den Mund. Das sind ja zwei Kollegen. Und das Meeresrauschen mit unseren Ohren sanft umspielen. Davon werde ich bei deinem Gequatsche ohnehin nichts mitbekommen. Und deine Augenlider. Oh, sie hätte ihm beinahe eine geknallt. Vergiss nicht unsere Ausrüstung, Idiot. Tihi, Idiot. Ich werde viel zu schlecht bezahlt für das hier. Geheimnisvoll geht er rückwärts und fällt hin. Bumm. Erster Akt. Ach schön. Ich habe es noch nie jemandem erzählt, aber ich habe immer gedacht, dass sie Leuchttürme sind. Dass fast Leuchttürme sind. Hm, Würmchen? Dr. Watts und Dr. Rosaline nehme ich an. Danke, dass Sie so kurz für sich herkommen konnten. Kein Problem. Ich bin selbst nicht so gut darin, Tode vorherzusagen. Sind Sie die Tochter des Patienten? Oh nein, ich bin nur die Pflegerin. Und das sind meine Kinder, Sarah und Tommy. Ich habe hier nicht gerade einen 8-Stunden-Job, deshalb erlaubt uns Johnny hier zu wohnen. Ich nehme an, dieser Johnny ist unser Mann. Johnny. Hören Sie, wenn wir es hier mit einem Kind zu tun haben, dann sind wir nicht die Richtigen für Sie. Nein, nein. Er möchte nur lieber so genannt werden. Er ist oben. Sein Arzt ist gerade bei ihm. Kommen Sie bitte mit. Okay. Hinterher, würde ich sagen. Also dann, schnapp dir den Koffer und los geht's. Wenn mein Rücken eines Tages schlapp macht, verklage ich dich auf Schadensersatz. Tu das. Nimm das Ding mal. Ausrüstung erhalten. Okay, ab nach oben, bevor ich dieses Ding fallen lasse. Für River. Was ist denn das für ein Lied? Was ist das für ein Lied? Es hat nur zwei Noten, die sich ständig wiederholen. Nicht? Ja, oben, aber unten doch nicht. Komm, wir schauen uns noch ein bisschen um. Wir haben nämlich später dafür keine Chance mehr. Also es schaut schon sehr
nach was aus. Also arm sind die, glaube ich, hier nicht. Hier liegen ein paar Bücher, aber die kann ich, glaube ich, kann hier noch nichts angeklicken. Angeklicken. Der Patient wartet oben. Die verschwenden besser keine Zeit. Okay, okay. Ist ja gut. Nach oben. Nein. Okay, sie sind weg. Wer zuerst da ist, darf die Melodie spielen. Achso, das waren die Kinder. Wer zuerst da ist, darf die Melodie spielen. Das ist nicht fair. Du hast mich geschubst. Gar nicht wahr. Egal, du hast eh die beiden langweiligen Noten. Jetzt geht's nach oben. Klar, es kann wahrscheinlich der kleine Junge so skillmäßig auch gleich das Klavier spielen. So. Für ihr Alter sind diese Kinder ziemlich gut. Ja, habe ich auch gesagt. Hey, du bist diejenige, die hier ständig erzählt, dass wir keine Zeit zu verlieren haben. Wobei ich rein zufällig derjenige bin, der das Gewicht eines kleinen Meteoriten durch die Gegend schleppen darf. Ja, ja, komm schon. Kann man da einfach gehen? Ja, okay. Moin. Also ist das wahrscheinlich Johnny oder ist das Johnny? Steht das mit ihr? Wollen Sie aufbauen? Erstmal umsehen, bitte. Ach, ich glaube, ich möchte dieses unfassbar schwere Gerät noch ein wenig länger durch die Gegend tragen. Aber danke der Nachfrage. Okay, einige Betten. Also nehme ich mal an, dass da immer einer hier im Raum mit drin ist. Eine Aussage medizinischer Fachartikel. Könnte natürlich auch sein, dass er selbst Doktor ist und deswegen das Zeug hat. Und er hat irgendeine besondere Krankheit, weswegen wir da sein sollten. Also gut. Dann bauen wir auf. Ja, dauert nur einen Augenblick. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir überhaupt aufbauen. Ja? Sind Sie sicher, dass eine normale Steckdose für Ihre Zwecke ausreicht? Keine Sorge, wir sind die Fachleute auf diesem Gebiet. Okay. Oh, Mist. Reine Routine. Ich teste nur, ob ihr aufpasst. Okay, das sah jetzt gerade aus wie so Vergangenheitsgedöns. Na, da kam wieder dieser Sepia-Ton raus. Wie macht er sich? Nicht so gut. Wenn Sie mich fragen, er hat noch ein oder zwei Tage. Das ist reichlich Zeit. Sie wollen irgendwas von ihm wissen. Sie beide können ihm also jeden Wunsch erfüllen, ja? Wir können es zumindest versuchen. Wünsche erfüllen? Bis jetzt haben wir es noch immer geschafft, denn wir sind einfach der Wahnsinn. Nicht so arrogant, Mädchen, okay? Also, wie lautet der Wunsch? Der Mond. Er will zum Mond. Der Mond? Der Mond. Er möchte zum Mond fliegen. Die alten Knacker werden auch immer abgedrehter, was? Jolla, das ist so doller. Also, ist es möglich? Ist es dann so eine Art, ja, wie wirkt es dann wie ein Halluzinogen auf die? Dass sie sich das nur vorstellen? Kommt drauf an. Das Wort, das du suchst, heißt ja. Warum erzählen Sie uns durch ein wenig über unsere Kunden hier? Achso, andersrum. Tja, ich weiß eigentlich nicht sehr viel. Johnny ist ein seltsamer Mann. In den 2 Jahren, die ich hier gearbeitet habe, hat er kaum gesprochen. Er hat sein Leben lang als Handwerker gearbeitet und seine Frau ist vor 2 Jahren gestorben. Mehr weiß ich auch nicht. Himmel nochmal, ich hätte mehr erfahren, wenn ich sein verdammtes Zeitungsjunge wäre. Sei still, mach einfach deine Arbeit. Nun ja, ich denke, wenn Sie sich im Haus umsehen, können Sie noch einiges über ihn erfahren. Johnny hätte sicher nichts dagegen. Er hätte sie beide ja auch beauftragt. Hatte sie beide auch. Gut, dann machen wir das. Okay. Also, wer von uns beiden spielt Detektiv? Spiel ich mit ihr. Danke für das Angebot, aber ich bin voll damit ausgelastet, einen Backenabdruck auf diesem Stuhl zu hinterlassen. Bleib sitzen. Gut, weitermachen. Tommy und Sarah können sie herumführen. Sie sind wahrscheinlich unten am Piano.
Okay, dann gehen wir mal gleich runter. Ich würde mich zwar gerne auch mal so ein bisschen umschauen, aber ich... Warten Sie, kommen Sie noch einmal kurz zu mir. Ich habe etwas für Sie. Ja, sehr gut. Kann ich nicht so mit ihm reden? Nein. Hier, nehmen Sie das. Kabelloser Control Monitor in Halton. Damit wissen Sie jederzeit, wie es Johnny geht. Danke. Danke. Ich wollte Sie gerade danach fragen. Johnnys Kardiogramm ist jetzt im Menü aktiv. Habe ich ein Menü? Wie komme ich ins Menü? Das ist das Menü. Okay. Also noch schlägt sein Herz. Das ist ja... Gut. Ich verliere mal keine Zeit. Also wir müssen ihr einen Wunsch erfüllen. Warum wir irgendwie allgemein so grantig sind, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber gut, vielleicht werden wir das noch erfahren. Scheint ja Routine für uns zu sein. So, Mädels. Aufhören. Was wollen Sie? Ja gut, spielt mal durch weiter. Dann lassen Sie uns in Ruhe. Na, ihr seid ja ganz schön nett. Freche Kinder, meine Herren. Okay, hier liegt schon mal was. Nein, ich kann die Licht anmachen. Das sieht schon sehr, sehr Sepia-mäßig aus. Und ich interpretiere jetzt schon rein. Ganz am Anfang haben wir da Leute sitzen sehen. Vorne am Leuchtturm. Vielleicht war das sogar unser Patient Johnny. Und vielleicht mit seiner eben vor 2 Jahren verstorbenen Frau. Ja komm, ich gehe da jetzt nicht alleine rum. Mädels, führt mich mal durchs Haus. Sarah und Tommy, richtig? Eure Mutter meint, ihr könntet mich einmal durchs Haus führen. Okay, vielleicht machen wir das. Vielleicht? Ich glaube, wir brauchen einfach ein bisschen Überzeugung, das ist alles. Oder was meinst du, Tommy? Ja! Was möchtet ihr? Wir wollen eine Trillion Dollar! Oder die Zuckerstange, die Mom vor uns versteckt hat. Ja, oder die. Wie? Gut, dass ich die schon gesehen habe. Da ist eine riesengroße Zuckerstange oben in dem Regalfach. Aber wir kommen nicht ran. Sie liegt in der Küche. Mom hat sie dort vor uns versteckt, bis wir die Hausarbeiten erledigt haben. Holen Sie sie für uns und wir machen mit ihm eine Tür durchs Haus. Wie sieht's aus? Klar. Meine Mutter hat die Süßigkeiten auch immer so Entschuldigung. Meine Mutter hat die Süßigkeiten auch immer so versteckt. Na gut, ich hol sie für euch. Die Küche ist rechts von der Treppe. Holen Sie sie uns. Bitte heißt das... Exgören. Gut. Da ist die Zuckerstange. Ach, ernsthaft. So, ich komme da ehrlich nicht hoch. Heißt es, ich muss da diesen Stuhl dahin gehen und so? Kann ich das nicht? Das kann man doch sonst immer. Ja, oder so. Gut. Yay, Zuckerstange erhalten. Muss ich erst wieder runterspringen. Üble Kalorienbombe. Ja, aber ist ja nicht für uns. Außerdem macht es beim Kindern nicht die Kalorien, sondern mehr der Zucker- und der Kariesgehalt, der dadurch gefördert wird. So, Mädels. Okay, ich hab, was ihr wollt. Die gute alte Zuckerstange. Und wenn ihr mich jetzt augenblicklich herumführt, werde ich euch nicht draufgießen. Werde sie abschlecken. Okay, wo fangen wir an? Ich weiß! Das ist der seltsame Raum im Keller! Ich mag den seltsamen Raum nicht. Was meint ihr mit seltsamer Raum? Sie werden schon sehen. Es ist gruselig. Okay. Wir brauchen aber die Schlüssel. Der alte Mann hat sie in einem Buch im Arbeitszimmer versteckt. Also brauchen wir Schlüssel. Ein Buch im Arbeitszimmer. Ist das das Arbeitszimmer? Zufälligerweise? Also mit der Steuerung komme ich noch nicht so klar. Aber das wird schon noch. Ja, das sieht nach Arbeitszimmer aus. Da ist der Bücherraum. Der Schlüssel ist für seltsame Raum ist am dicksten Buch des oberen Regals. Okay. Das dickste Buch am oberen Regal. Des Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen. Eine Passage lesen. Und die Farben dieses edlen Stoffes. Etwas Schöneres habe ich nie zuvor gesehen. Sie alle versuchten, ihre Enttäuschung zu überspielen, da sie keine Kleider sehen konnten. Ein Kind dagegen, ein Junge aus dem Volk, der nur sah, was seine Augen ihm zeigten,
ging nah an die Kutsche heran. »Aber er hat doch gar nichts an«, sagte der Junge. »Rede keinen Unsinn«, ermahnte sein Vater ihn. Aber die Umstehenden hatten den Jungen gehört und die Nachricht machte rasch Kunde. Ist da noch ein anderes Buch? Nein, okay, zurückstellen. Ja, ist ein schönes Märchen. Das Pilgerer-Handbuch der Origami-Kunst, Band 1. Wie verhinderte ich schwere Verletzungen? Ja. Das Pilgerer-Handbuch der Origami-Kunst hat bereits die große Wikipedia Origamia als Standardwerk gesammelten Wissens über die Kunst des Papierfaltens verdrängt. Obwohl es einige Dinge auslässt und viele Inhalte etwas zweifelhafter Natur und zumindest reichlich ungenau sind, so bietet es gegenüber dem alten, pedantischen Werk noch zwei Vorteile. Erstens ist es selbst aus Papier und zweitens enthält es zahlreiche Pflaster, um die unumgänglichen Papierverletzungen, die man sich bei einem Studium dieses Buches zuzieht, zu beärzten. Weiterlesen. Ja, mach mal, vielleicht ist da bestimmt der Schlüssel drin. Für einen Großmeister der Papierfaltkunst ist es absolut unerlässlich, dass jedes Origami in genau 42 Schritten hergestellt wird. Auf den meisten Origami-Turnieren gelten Scherenschnitte als Betrug, aber Messerstiche können durchaus vorkommen. So, wie das geschrieben wird, ist dieses Buch wahrscheinlich unfassbar dick. Oder auch nicht. So, ich habe nur die beiden. Da haben wir noch ein Regal. Mal gucken. Haben wir sonst noch irgendwas, wo wir irgendwie zuschauen können? Das finde ich jetzt aber sehr seltsam. Das gleich. Die Geschichte eines Mädchens, das sich in einen Zombie verliebte, der im sanften Sonnenlicht den Duft von Veilchen verströmte. Muss ich das wirklich lesen? Vielleicht ein andermal. Danke. Zimmerschlüssel erhalten. Er hat sein Versteck klug gewählt. Ja. Meine Güte. Ich mag das Spiel jetzt schon. Es ist wirklich blind. Also, ich lüge nicht. Tommy hat immer Bücher nach mir geworfen, nannte dann einen Bücherschlacht. Bis ich eines Tages mal eins zurückgeworfen habe, da brauchte er noch ein Pflaster. Hihi. Tja, am besten du hast das Origami-Buch geworfen, ne? Wir können jetzt in seltenen Raum im Keller aufschließen. Sehr gut, machen wir. Das ist der Keller, hier spielen wir immer Verstecken. Schalten Sie das Licht an, damit Sie nicht stolpern. Ja, weiß ich mittlerweile auch, wie das geht. Ein staubiger Stapel alter Animorphs. Animorphs-Bücher, was ist denn Animorphs? Okay, wahrscheinlich auch die Waschküche ein bisschen, ne? Hey, da kann man was aufmachen. Hallo, die Truhe ist verschlossen. Wir verschließen Truhen. Wie man verschließt Truhen? Alle Türen sind immer offen. Die Tür ist abgeschlossen. Die Tür wurde mit dem Zimmerschlüssel aufgeöffnet. Bäh. Kann wieder überhaupt nicht reden. Das ist ja wie in einer Höhle hier. Und es machen die Kiddies die Tür zu, ne? Da. Kennt ihr? Ich habe Angst, dass wenn ich jetzt hier stehen bleibe und laber, dass dann irgendwas passiert. Kennt ihr bei Secret 1, wenn ihr nach Burg Sternenthal kommt, zum Händler, die kleine Quest, wo ein anderer Händler eine Karnickelphobie hat und dann ganz viele Karnickel kommen, die ihr dann alle töten müsst. Ein Hase aus Papier gefaltet, das Origami-Handbuch. Eine kaputte Spieluhr. Ein Plüschnabeltier. Sieht niedlich genug aus, um Neil zu nerven. Könnte nützlich sein. Okay, ich nehm's mal mit. Ja, 100.000 Hasen aus Papier gefaltet und wir kommen da auch nicht weiter. Haben Sie es gesehen? Was wisst ihr zwei über die ganzen Hasen? Nichts! Der alte Mann wollte nicht, dass jemand reingeht, also haben wir es ihm nie gesagt. Es gibt sogar noch mehr davon. Wo? Im verlassenen Leuchtturm, der ist direkt an der Klippe. Wollen wir hingehen? Ich habe die Schlüssel. Dahin sollt ihr natürlich auch nicht gehen, oder? Also nein. Erinnert mich daran, euch zwei niemals in Nils Wohnung mitzunehmen. Also,
Wollen Sie zum Leuchtturm? Es ist ganz schön kalt draußen, aber... auf die Maschine warten. Wenn Johnny für die Hasen verantwortlich ist, dann werde ich in seiner Erinnerung vermutlich sowieso davon erfahren. Also ab nach oben. Mal sehen, ob Neil mit der konfigurierenden Maschine fertig ist. Okay. Aber ich will auf jeden Fall nochmal zum Leuchtturm. Was ist denn jetzt los? Die Musik gefällt mir gar nicht. Aber ich glaube, das ist noch normal. Oh Gott, das wird gruselig. Ah! Ich hoffe, ich muss nicht irgendwann mal jemanden ausweichen. Das geht nämlich überhaupt nicht mit der Steuerung. So, die Maschine ist anscheinend... ach ja, tatsächlich. Bisschen wie ein Holodeck dann. Sag mal, warum kommst du nicht noch ein bisschen später? Ist ja nicht so, als ob uns der Kunde wegsterben könnte oder so. Wir hatten ein, zwei Tage, hieß es. Ich musste noch was erledigen. Ich muss auch noch was erledigen, unseren Job nämlich. Jetzt komm mal von deinem hohen Ross, Mann. Ich bin einmal zu spät und du ziehst dich gleich daran hoch. Sag mir wenigstens, dass wir startklar sind. Natürlich sind wir das. Ich verstehe mein Handwerk. Mein Gott. Dein Helm ist auf der Couch. Hopp, hopp. Okay, das heißt, ich muss da mit. Initiieren. Gut, machen wir es mal. Bereit oder nicht? Wir starten durch. Ungern. Ich weiß ja gar nicht, was passiert. Also gut. Wir gehen jetzt also zum Mond. Oder auch nicht. Ach so. Lassen wir beide, aber der alte Mann ist nicht da. Ach doch, hier. Ach, der wird verjüngt. Wusste ich doch irgendwas mit Vergangenheit. Das sollte die letzte erreichbare Erinnerung sein. Deaktiviere die Sprache für alle außer Johnny. Fertig. Schnappen wir in uns. Schnappen wir in uns? Die Position in der Zeitleiste lässt sich jederzeit mit dem Mauszeiger am oberen Bildschirm anzeigen. Ja, und jetzt? Wen muss ich mir jetzt schnappen? Ihn? Ich gehe jetzt mal in den... ach so, ich kann gar nicht in den Keller. Dann gehen wir mal hinter zum Leuchtturm. Sonst wäre ich jetzt nämlich in den Keller gegangen zu diesen ganzen Hasen, aber da ist er ja anscheinend nicht. Da! Und da ist das Lilly und Johnny. Johnny? Was für eine schöne Überraschung! Wir haben hier selten Besuch! Mein Name ist Dr. Eva Rosaline. Und das ist... Dr. von Matterhorn. Dr. Lorenzo von Matterhorn. Dr. Neil Watts. Ist Ihnen der Name Sigmund Agency of Life Generation geläufig? Oh! Also Sie beide sind von der Agentur. Das trifft sich gut. Ich habe gerade überlegt, Sie anzurufen. Lilly, bring uns bitte etwas Tee. Lilly? Nun, um genau zu sein, haben Sie uns bereits angerufen. Oh nein, oh wie traurig. Wir sind hier, um unseren Vertrag aus der nahen Zukunft zu erfüllen. Vorsichtig, wenn Sie von der Klippe stürzen, müssen wir diese Erinnerung neu laden. Hüte deine Zunge, Neil. Zeig etwas Respekt. Das ist nur ein Programm. Ich weiß, aber es ist unsere letzte erreichbare Erinnerung und wir brauchen seine Hilfe. Im schlimmsten Fall laden wir sie einfach neu. Warum sollten wir damit Zeit verschwenden? Sie... oh, wie traurig. Sie sind hier, um mich zum Mond zu bringen, nicht wahr? Ja, John. Mein Leben ist eigentlich ganz gut verlaufen. Nicht gut genug, wie es aussieht. Also, können Sie das, mich zum Mond bringen? Können Sie mich zum Mond bringen? Wir nicht. Aber Sie selbst können es vielleicht.
Warum wollen Sie eigentlich dorthin? Ich weiß es nicht. Kein dummer... Ich mag Neil nicht, der ist mir zu frech. Keine Sorge, Sie können es uns ruhig sagen. Wir müssen es wissen, damit wir Ihnen helfen können. Wollen Sie den Ruhm, das Geld? Es muss doch einen Grund geben. Tut mir leid, aber ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht sieht er seine Frau darin. Ich will es einfach. Ich weiß es jetzt schon, dass ich diesen Auftrag hassen werde. Nun gut, Johnny, ich erkläre Ihnen, was wir tun werden. Wir müssen in Ihre Kindheitserinnerung gelangen. Die liegt weit zurück, zu weit für einen einzigen Erinnerungssprung. Deshalb werden wir schrittweise durch Ihre Erinnerungen in die Vergangenheit reisen. Sie haben uns dafür in naher Zukunft schon die Erlaubnis gegeben. Sobald wir einen direkten Zugang mit Ihrer Kindheitserinnerung hergestellt haben, kehren wir hierher zurück. Dann kommt der Moment, an dem Sie uns helfen müssen, Ihre Kindheit so zu beeinflussen, dass Sie später Astronaut werden können. Oh, das ist ja eine coole Sache. Gut, dass Sie keinen Riesenkatapult besorgen. Oh, dumme... Ey. Unqualifizierte Kommentare von hinten rechts. Klar ist aber, Sie müssen mehr dafür tun, als ich weiß es nicht zu sagen. Solange Sie mich zum Mond bringen, werde ich tun, was ich kann. Gut. Folgendes. Um die Vergangenheit zu springen, brauchen wir ein Memento. Ein Gegenstand, der für Sie einen hohen Erinnerungswert hat. Haben Sie etwas für uns? Gerade hingelegt? Das sollte gehen. Nun, sollen wir? Ladies first. Okay. Notiz Mond erhalten. Wir müssen zuerst das Memento vorbereiten. Okay, es wird also jetzt schon geladen. Memento vervollständigen. Kugeln anklicken, um das und die Elemente zu drehen. Ah, okay. Das war jetzt nicht sonderlich schwer. Das Memento kann jetzt zum Gedächtnissprung aktiviert werden. Na, dann tun wir das doch mal. Wenn ich jetzt... Oh, wir sind ja... Wir sind durchsichtig. Na gut. Wollen wir das noch machen? Wir machen das noch. Moment! Was ist mit meiner Privatsphäre? Wir versuchen, sie so wenig wie möglich zu verletzen. Aber meistens lässt es sich nicht ganz vermeiden. Ah. Ich weiß nicht. Ach, du guter Gott. Da ist der Schnabeltier, okay? Also sind wir immer noch... Ja. Schalte Sichtbarkeit und Inaktivität ab. Es wird nervig, gesehen zu werden. Ja, ja, zufrieden. Ja, der wundert sich jetzt auch über die ganzen Dinger. Mein Gott, was soll denn bloß diese ganzen Hasen? Da kriege ich eine Gänsehaut. Wir hätten vorher in seine Akte nach psychopathischen Veranlagungen schauen sollen. Oh oh. Was zum... Hat er mich gehört? Das ist unmöglich. Es ist wahrscheinlich nur ein Teil seiner Erinnerung. Dann bleibe ich bei meiner Argumentation. Wie auch immer, hör auf zu quatschen und finde ein Memento, das uns hier wegbringt. Den Schirm vielleicht. Oder ein Schnabeltier. Ein geflickter Rucksack. Stammt er aus der Steinzeit? Wir werden es herausfinden. Okay, eins oder was? Des Kaisers neue Kleider von Herz Christian Andersen. Okay. Ein Glas eingelegte Oliven. Bah! Ich hasse dieses Zeug. Was gibt's denn daran zu hassen? Es sind eingelegte Oliven. Genau das. Gut, gibt es sonst noch was? Nee, ne? Die drei Sachen haben wir. Dann gehen wir mal runter.
Ach nee, 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 nee. Wieder hoch. Da war nämlich da unten drin, habt ihr es gesehen? So, moin. Lass es, wir können in unserer Anwesenheit jede Erinnerung neu erklären müssen. Dreh ich durch, bla. Fühlte mich nicht in Versuchung. Dann erlöse mich von dem Bösen, denn dein ist das... Gut, dann gehen wir doch mal runter. Ey, diese Musik macht mich wahnsinnig. Gut, der Schirm ist es also nicht. Ist alles nur oben in diesem Raum gewesen und hier gar nichts? Wir kommen da ja auch nicht hin. Ach doch, der Schirm, na, siehst du? Da haben wir doch auch einen, oder? Okay. Dann haben wir hier noch eine Uhr. Die Uhr läuft, aber man hört keinen Ticken. Unnotiz erhalten. Okay. Damit kann man wirklich nichts machen. Ein Hasen noch, klar. Mehrfarbiger Hase aus Papier. Na, du bist ja was ganz Besonderes. Hast zwei Farben, während alle deine Kollegen außen, als hätten sie in Bleichmittel gebadet. Wie bitte? Du glaubst, du bist besonders gruselig. Nun ja, da stimme ich dir zu. So, jetzt können wir den noch mit einführen. Und einen brauchen wir jetzt noch. Und dann werde der Schirm jetzt sozusagen geöffnet. Gut, das wissen wir ja schon, dass die komischerweise nicht tickt. Hier noch, ne? Eine Auswahl medizinischer Fachzeitschriften. Die hat er also schon vorher gehabt. Wildblumen, gut. Ich finde es auch seltsam, weil hier A, Bilder hängen, die eben halt irgendwie nicht sind. Hadouken! Ja, ernsthaft. Was zum Prozentzeichen und Raute Dollarzeichen war das? Was? Genug davon. Aber jetzt übernehme ich das Zerschmettern der Barrieren. Aber das machen wir erst im nächsten Mal, wenn es wieder heißt To the Moon. Dieses Spiel wird, glaube ich, ziemlich cool. Das hat eine ganz, ganz seltsame Mischung aus. Es ist irgendwie ziemlich gruselig, aber es ist bestimmt... Ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr traurig wird, wenn wir in die Vergangenheit des alten Herrn reisen und dann langsam verstehen werden, warum er zum Beispiel diese ganzen Hasen bastelt, aus Papier höchstwahrscheinlich. Gut, aber bis dahin sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss!